Willkommen zurück zu Horse Club Adventures auf der Nintendo Switch. Wir haben einen Schlüssel und wollen jetzt zum Café reiten, denn dort befindet sich wahrscheinlich eine alte Kiste. Und da wollen wir mal schauen, was sich da drin befindet. Mal kurz auf die Karte schauen. Wo war nochmal das Café? Das war da links oben, okay. Also ich muss den Weg rauf und dann links und dann, ja. Und dann eigentlich immer geradeaus, sage ich jetzt mal. Den Weg folgen. Jetzt bin ich aber gerade vor dem Baum geritten. Ich weiß gar nicht warum. Ich hoffe, euch und euren Familien geht's gut. Die Zeiten sind noch schwer, aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen werden, diese schwere Zeit zu meistern. Und mal sehen, ob wir unterwegs noch was finden, was wir einsammeln können oder vielleicht noch einen weiteren Fotoplatz, aber ich glaube nicht. Ich glaube, hier waren wir ja schon mal. Aber das hat ja nichts zu heißen, weil beim letzten Mal haben wir einen Koffer gefunden, also so ein Sammelobjekt, an einer Stelle, wo wir, glaube ich, schon zigmal dran vorbeigeritten sind. Deshalb kann es gut sein, dass wir immer wieder irgendwo was sehen. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich wahrscheinlich schon daran vorbeigeritten bin. Und ihr euer Bildschirm angeschrien habt, dass da doch was liegt. Und ich jetzt einfach nicht gehört habe. Es tut mir leid. Ich gelobige Besserung. So, da geht's natürlich nicht weiter. Wollen wir auch gar nicht hin, denn wir wollen da lang. Und hier werden wir den Weg einfach weiter folgen. Und dann kommen wir zum Café. Wie gesagt, ich gucke mal so zwischendrin, ob ich am Rand noch irgendwo was sehe, wie gesagt, und dann wir wollen ja versuchen, so gut wie es geht, alle Fotoplätze und alle Koffer zu finden und einzusammeln. Das Café war doch das da vorne, oder? Komme ich da überhaupt hin von hier? So, da sind ja die anderen. Da liegt doch was. Ich werde hier mal absteigen und ich soll hinter dem Café nachgucken. Aber da ist nichts. Hinter dem Café. Okay, was liegt da denn? Nichts, was ich einsammeln kann. Hinter dem Café. Wie weit geht denn die? Ich guck mal, wie weit die Markierung geht. Ah, die geht auch noch weiter raus. Da ist was. Erzähle Mrs. Jacobs von der Kiste. Das machen wir doch. Hallo. Ich muss aber leider wieder weg. Bin nämlich viel zu neugierig, was in dieser Kiste drin ist. So, dann reiten wir jetzt mal zurück und hoffe, dann erfahren wir, was hier drin ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange bzw. wie viele Haupt- und Nebenmissionen es in diesem Spiel hier gibt. Ich habe mich da vorher bzw. auch währenddessen gar nicht informiert. Wir spielen es einfach, wollen es genießen und wir werden auch noch einfach so durch die Gegend reiten und alles erkundschaften. Aber das können wir uns mal festhalten, falls wir vielleicht gar keine Nebenmission mehr haben oder keine Hauptmission mehr haben.
dann können wir ruhig mal ein, zwei Folgen einfach mal reiten und schauen, was wir an Sammelobjekten noch finden oder Fotoplätzen noch finden. Würde ich mal so sagen. Weil im Moment ist es ja doch interessanter oder interessant, wie die Hauptstory und auch jetzt hier die Nebengeschichte mit dieser Kiste weitergeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich reite hier vollkommen falsch. Ich gucke hier gar nicht auf die... auf den Kompass da oben. Sondern reit einfach. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir unsere Ausdauer dort wieder voll bekommen. Ach, hier sind wir schon. So, Mrs. Jacobs, jetzt möchte ich gerne wissen, was in dieser Kiste ist. Und ja, ich möchte es jetzt sofort wissen, denn ich bin sehr neugierig. Dort war eine alte Kiste mit einem Zettel drin. Das ist ja wirklich wie eine Schatzsuche. Zeig mal her, was auf dem Zettel steht. Das ist schwierig zu lesen, aber ich glaube, das heißt, wir werden immer Freunde bleiben. Vielleicht kann man etwas mit etwas Zeit noch mehr entziffern. Den Schlüssel kannst du ja erst einmal behalten. Vielleicht brauchst du ihn noch. Ich hatte noch keine Gelegenheit, den Zettel genauer anzusehen. Bis dahin habe ich eine andere Bitte an dich. Ich habe meinen alten Fotoapparat bei Tom im Café vergessen. Würdest du ihn mir bringen? Hättest du das nicht sagen können, bevor ich losgeritten bin? Aber gut, das machen wir dann noch. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und verabschiede mich und passt auf euch auf, euer MyGamingWorld81.